Hallo Leute, hier ist wieder euer Markus. Willkommen zurück. Ja, Urlaub ist leider vorbei, aber was natürlich positiv ist, ich kann euch wieder Neuigkeiten zu TapTap Heroes näher bringen. Ja, tatsächlich die letzten, ja, gut 2 Wochen, beziehungsweise das eine Event war ja nur dazwischen, habe ich eigentlich nicht viel gemacht. Es war ja jetzt auch vom Event her nicht wirklich spannend mit dem Glücksrad. Ja, und wir haben jetzt noch bis morgen tatsächlich das Wunderbaum-Event mit der Heldenruine. Lasst uns da mal kurz reingehen. Also die Heldenruine, die machen wir gleich. Wie immer unspektakulär, aber immer empfehlenswert, diese mitzunehmen, einfach wegen der Ressourcen. Wunderbaum haben wir diesmal den guten Lindberg. Solltet ihr nicht gerade sehr, sehr viele Wunderbaumaugen haben, beziehungsweise nicht die Kopien benötigen, also nur wegen Lindberg selber lohnt das sich nicht wirklich. Gucken wir mal weiter. Taverne habe ich ja wie immer alles gleich am Anfang beendet, aber hier bei Heldenfusion seht ihr auch, da habe ich noch einiges aufzuholen und einen Teil davon werden wir auch in diesem Video machen. Zusätzlich gibt es hier dieses Quixi-Fest mit den Schwalben und da haben wir diese Pakete. Also man kann wieder kaufen, genauso gibt es so eine wöchentliche Karte. Es gab Anmeldungen, die ihr hoffentlich fleißig auch mitgenommen habt. Und dann gibt es noch den, ja, so wie Secret Treasure. Da gab es für einen Gem, das habt ihr hoffentlich auf jeden Fall mitgenommen. Ansonsten, Draw ist sehr gut, lohnt sich aber nicht für 8000 Gems, meiner Meinung nach. Ansonsten, ja, wenn ihr genügend Gems habt, dann empfiehlt sich auf jeden Fall hier für die Zeugnisse. Ihr seht es ja immer in meinen Videos. Ich habe immer einen Mangel daran, also von daher, das lohnt sich. Ansonsten gibt es halt diesen Feder, wie heißen die eigentlich? Ja, Federn. Und ja, wir werden mal ausprobieren, wie weit wir kommen. Ich weiß es natürlich schon, nichtsdestotrotz wollte ich euch das mal zeigen. Und diesmal gibt es auch hier Zeugnisse. Und da das Video ja jetzt nun an diesem Mittwoch kommt und Freitag schon wieder das neueste Event kommt, ein paar Sätze dazu. Also wir haben Key-Event, wir haben durch die Änderungen einmal, also die ganze Woche über Themis. Themis ist ein sehr, sehr guter Mischung aus Hölle und Heaven. Ein Himmelsheld, eine Himmelsheldin. Damage-Dealerin. Das Problem ist, solltet ihr nicht genügend Kopien haben und wirklich im Endgame drin stecken, für die Unity-Aura ist sie nicht zu gebrauchen. Das heißt also, nur wenn ihr beispielsweise zweimal Phoenix habt und zweimal Scald, könntet ihr sie gebrauchen. Also sie ist gut, aber das Problem ist, man kann sie eben nicht gut mit anderen Teammitgliedern kombinieren. Ja, und das macht es dann so ein Stück weit zum Problem. Ja, schauen wir mal. Fangen wir erstmal an mit. Ja, womit fangen wir an? Ich würde sagen, erstmal mit den Ruinen. Und da wisst ihr ja mittlerweile auch, dass ich hier mir erstmal die hier hole. Ja, sehr schön, alles das Gleiche. Und dann würde ich sagen, ja, machen wir auch hier alle. Okay. Also wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe, fehlen Himmel eine, nee, zwei und Hölle eine und Allianz anscheinend auch. Allianz eine, Himmel und Hölle. Okay. Allianz eine, Himmel. Gucken wir mal, was Skald benötigt hat. Pester. Pester eine und
Und was nehmen wir noch? Was nehmen wir noch? Ach, einen guten alten Dark Judge. So. Ja. Haben wir das auch erledigt? Mal sehen. Also ich erspare euch jetzt hier meine Fusions-Action bis auf das hier. Och. Noch so viele. Okay, das müsst ihr jetzt noch durchhalten. Davon 20 und ich hoffe, ich habe ein genügend 3 Sterne. Davon 20. Ah. Davon. Wie, mehr habe ich nicht? Doch. Okay, wollte schon sagen. Ja, ich bin mal gespannt, wann wieder ein neues Update kommt. Ihr kennt das ja, irgendwann ist so ein bisschen das Ganze auch ausgelutscht. Ich spiele jetzt ja fast 2 Jahre dieses Spiel und finde dann immer nur diese Updates, wo dann einfach nur, okay, wir machen statt, keine Ahnung, 14 Sterne, machen wir jetzt 20 Sterne, ohne dass jetzt irgendwie großartig, was weiß ich, mehr, ja, mehr kommt oder mehr erreichbar ist. Aber ja, bei anderen Spielen gab es jetzt schon, die so in die Richtung gehen, größere Updates. Hier, ehrlich gesagt, keine Ahnung, in welche Richtung das sozusagen geht. Weil eigentlich PvE-Content so gesehen ist ja, wenn man es genau nimmt. Oh ja, jetzt gibt es hier erstmal wieder Bam. Ist ja im Prinzip, also das hier, was ja aber ja jetzt auch nicht wirklich spannend ist, vor allem wenn ihr guckt, was für. Muss dann hier schon immer 10 Level, was dann irgendwie Monate dauert. Und dann gibt es eigentlich die Höhle. Und ja, und das ist hier ja schon wieder teilweise PvP, mehr oder weniger, oder man tritt zumindest an. Und mehr ist es dann ja auch nicht. Und eben diese Events, die ja aber mittlerweile nur noch, ja, ich will nicht sagen Pay to Win, aber wenn man wirklich was richtig, richtig Gutes. Also manchmal sind die Events fair und okay, aber mittlerweile sind natürlich die Endgame-Sachen, klar, waren vorher auch Pay to Win, aber man hatte wenigstens eine Chance, ansatzweise irgendwie noch Schritt zu halten. Und mittlerweile ist, ja, gibt halt auch nicht so große wirkliche Herausforderungen, und die Herausforderung, einfach 1000 Euro in das Spiel zu ballern, ist jetzt dann auch nicht so prickelnd, zumal man hier auch irgendwie das Gefühl hat, also das Gute ist ja immer, wenn es nicht so wirklich Pay to Win ist, aber der Nachteil ist halt, wenn man dein Geld ausgibt, dann man merkt hier halt auch kaum also kaum im Sinne von das prozentual nur. Das ist natürlich gut, aber macht es dann irgendwie auch nicht mehr so spannend, da irgendwie großartig noch was zu investieren, weil die Teams sehen auch alle halt gleich aus, ne? Ja. So, jetzt war ich aber abgestorben. Oh, jetzt habe ich hier schon 10. Okay. Also, folgende Sache. Ich benötige die Zeugnisse. Und von daher werde ich einmal Wunderbaum-Event machen. Ich könnte jetzt hier sogar noch mehr einwechseln. Also ich habe, wo haben wir es denn gleich hier? Ja, ich habe hier. Ah, ich habe nur genug. Also ja, ich werde auch da wieder auf meine 200 kommen bis zum nächsten Event. Von daher, vom Plan her, Himmel und Hölle. Und ansonsten
tauschen. Schwierig. Wenn wir uns mal angucken, was hatte der? Ihr seht, das sind eigentlich fast immer Unity Auras. Weiß ich noch nicht. Also momentan habe ich echt nicht so. Also mein vorrangigstes Ziel ist jetzt Lorelei aufzuleveln. Und dafür brauche ich eben Zeugnisse. Und ansonsten habe ich jetzt eigentlich kein riesiges Ziel mehr. Das wäre dann einfach nur die drei Teams voll zu bekommen. Also nicht mehr das eine große Ziel. Aber also ich würde mich freuen über Themis, Baal und Skald. Eine zweite Kopie. Ja. Ich war anscheinend nicht mit dem Herz der Karten dabei. Von daher hat das jetzt auch natürlich nichts Gutes gegeben, außer halt ein bisschen Kopien. Naja, wie dem auch sei, ich habe jetzt, glaube ich, die Möglichkeit. Jetzt müssen wir mal gucken. Magier-Sachen benötige ich. Und dann kann ich hier den guten Tesla. Ja, Tesla bietet sich ja an. Auf Stufe 9 bringen. So, und wie immer in den Runden, entweder ihr bringt einen auf eine höhere Stufe oder ihr macht ein 10 Sterne. Meistens wird es nicht für beides reichen. So, was haben wir hier? Schaden. Ich glaube, das. So. Einmal. Zweimal. Also ich muss hier noch an ihr echt arbeiten. Also einmal Gegenstände, aber auch. Das ist okay, Ragnarök wäre besser. Habe ich aber nicht nochmal. Ja, mal gucken. Und hier muss ich halt auch überlegen, welchen ich opfer. Aber ich würde wahrscheinlich auf entweder Vathandi, aber ich denke eher auf Luna hinauslaufen. Weil die kann ich im Zweifelsfall immer noch mal machen. Und ja. Und ich habe genügend Kopien im Übrigen von Lorelei. Egal. So. Müssen wir sie nur noch. Ja. Und wir haben Lorelei. Ja, und jetzt ist sozusagen mein
Unity Aura Team in dem Sinne auch fertig. Ich kann ja mal ein bisschen für euch testen hier. Also sie ist noch nicht perfekt geskillt, aber na gut. Wann haben wir hier? Machen wir mal Cora. So. Cora verloren. Und testen wir noch mal. Naja, okay, gleiches Team. Eigentlich hätte ich, hat sie das, hat er oder sie das gleiche Team, nur eine andere Verteilung. Vielleicht bessere Gegenstände. So, und jetzt schauen wir mal, was das wird. Wäre jetzt peinlich gewesen, hätte das nicht geklappt. Sehr schön, sehr schön. Jetzt probieren wir das noch mal in echt aus. Eigentlich müsste auch gegen Detlef besser sein. So, also jetzt bin ich so an dem Punkt, wo ich sage, also klar, jetzt noch Gegenstände hochpushen, Entschuldigung, aber dann dürfte das sozusagen das beste Team sein, was man haben kann. Ja, Femmes, ich habe genügend für eine Runde oder bis dahin werde ich genügend für eine Runde haben, aber schauen wir uns doch nochmal die Funktionsweise an. Wie gesagt, ich maße mir jetzt nicht an, noch irgendwas zu sagen, weil ihr werdet wahrscheinlich schon entweder eure Entscheidung getroffen haben. Also ihr kriegt durch Einlegen und so weiter, seht ihr ja hier mit morgen zusammen knapp ungefähr 2-1, 2-2 und kommt damit sozusagen in diese Range. Und ihr habt die Möglichkeit hier über diese Elsterbrücke, das funktioniert sozusagen, ihr braucht 100 Edelsteine und könnt damit zwei Karten umdrehen und bekommt dann ein paar Sachen und eben auch diese Flügelchen. Und ja, ich hatte jetzt noch mal eins aufgedeckt und zufälligerweise gleich richtig. Ich schau mal. Ah, wollte schon sagen, hä? Okay, also es ist nicht mal mit Merken, sondern einfach nur aufdecken. Also wir müssen immer entgegengesetzt sein. Ach so, und wenn ihr die entgegensetzt, sofort aufdeckt, dann müsst ihr wohl nicht die Edelsteine dann ausgeben. Aber was habe ich jetzt ausgegeben? Ungefähr 2000 hier. So. Also nett anzusehen, aber kein wirklicher Brainer. Ja. Müsste man jetzt ausrechnen, ob sich das lohnt. Aber ihr seht, selbst, also ihr müsst eigentlich die Karte kaufen, diese Wochenkarte, dann kommt ihr in den Bereich von 3,2 so ungefähr. Kommt ihr dann in den Bereich? 300, 400, ja.
dann bekommt ihr, nee, dann kommt ihr ganz knapp in den Bereich von 3-2. Also hier, wo eigentlich Lorelei zu empfehlen wäre. Hierfür müsst ihr halt nochmal 100 Euro reinballern wahrscheinlich. Also nochmal hier dieses das Paket hier kaufen. Dann seid ihr ungefähr bei knapp 100 Euro. Von daher kann ich das empfehlen. Meiner Meinung nach nein. Ich würde euch wieder empfehlen, tatsächlich die Keys zu nehmen. Oder wenn ganz, 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 ganz dringend das ist, die Zeugnisse, aber für die meisten von euch oder werden die Keys das Wichtigste sein. Genau. So viel also zu dem und dann sehen wir uns diesmal hoffentlich dann wieder am Freitag, wo ich dann darauf eingehe, was da die neue Woche sozusagen bringt und dann schauen wir mal, wie weit ich denn hier mit meinen Keys komme. Ich habe allerdings auch noch Gipfel bisher grandios einmal wie immer verkackt mit dem Setup hier gegen ein 6-Hölle-Helden-Team. Auf Stufe 5 schon, ja. Oder von Stufe 5 zu Stufe 6, aber. So ist es halt, Leute. Ja, sorry nochmal für die Verspätung. Ich hoffe, ihr kamt aber auch ohne mich klar. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Markus. Ciao.